Mahlzeit und willkommen zu unserem zweiten Video innerhalb unseres SDCC 2023 Features. Wir sind wieder live on tape für euch, sind fleißig hier am Spicken von unseren Moderationskarten Übergröße und werden, wenn ich nicht einen akuten Niesanfall oder Tobias einen Nervenzusammenbruch kriegt, das Ganze hier am Stück für euch durchziehen. Apropos Tobias, welcome to the studio. Hallo. Tobi, für dein erstes Kommunikationsvideo zur diesjährigen SDCC haben wir uns zwei Hersteller aus einem eher höheren Preissegment ausgesucht, die wir beleuchten wollen, die auch so ziemlich auf Augenhöhe agieren, kann man sagen, nämlich HCG und PCS, unter anderem auch deswegen, weil sie so schöne Abkürzungen haben. Ja. Zwei, die nicht zu unseren Lieblingen gehören, wenn wir ehrlich sind. Ja. Stimmt. Aber sie gehören dazu und haben beide einen eigenen Stand auf der SDCC. Ja. Und von daher haben wir ein bisschen was zu sehen bekommen, also auch ganz nette Releases. Ab und zu kommen sie tatsächlich auch mal mit einer Überraschung um die Ecke, ne? Was man so gar nicht irgendwie erwartet von denen. Genau. Ja, und da haben wir gesagt, da picken wir uns mal die Highlights raus. Starten wir mit HCG, würde ich sagen, Hollywood Collectibles Group. Ja. Nicht Gallery, es gibt diese berühmt-berüchtigte HCG, Hollywood Collectibles Gallery. Genau, die HCG-Falle. Ja. Also bitte, wenn ihr am Telefon seid, nicht HCG sagen, sondern Hollywood Collectibles Group. Genau, stimmt, dann wissen wir auch, wovon ihr sprecht. Die hatten vier Premieren, die sie zuvor geteasert hatten in so Schattenriss Social Media Outputs, ich glaube über Nacht sogar oder gestern, was weiß ich. Noch nicht lang her, ja. Genau. Und diese vier Premieren haben sie dann tatsächlich live und fast in Farbe revealed am Stand. Da war zum einen der Kane, also Nostromo Crewmember aus Alien, als 1:4 Scale Statue mit hier dem kaputten Helm nach dem Facehugger-Angriff so, ne? Ja. Ich glaube, ein Alien-Eye ist noch vorne mit dran. Genau, richtig. Muss ich aber sagen, hat mich ein bisschen kalt gelassen. Also auch von der Bemalung her fand ich es jetzt nicht top-notch. Stimmt. Ja, gebe ich dir recht, also sieht noch so ein bisschen lame aus. Ja. Viel geiler hingegen und schon echt fett und imposant fand ich den Demogorgon oder Demogorgon aus Stranger Things. Bei mir heißt der Peniskopf, aber okay, ja. Oder so. Nein, ja, Demogorgon. Sieht fett aus, finde ich. Also ja, also der macht schon was her. Also vor allem in dieser aufrechten Position. Ja. Nicht in der Runde sitzend, was weiß ich, Position. Genau, ich bin bei Stranger Things nur bei Staffel 1, muss ich leider dazu sagen. Ja, ich auch. Stimmt, also wahrscheinlich zwei Versionen. Ich finde auch den Stehen, der ist halt so richtig angriffslustig, also richtig badass, so, ne? Dem man nicht begegnen will. Ja, gab es ja in Statuenform, also wir haben die 1:6 Figur von 3-0, es gab natürlich, was ich hier... McFarlane gab es, glaube ich, eine Actionfigur, wenn ich jetzt nicht ganz... Stimmt, auch in so 10-Inch oder so, ein bisschen größer. Irgendwie so. Genau, dann natürlich Mini-Epics, Niedlichungszeug und sowas alles. Aber jetzt so als richtige große Resin-Statue ist das jetzt schon neu. Ja. Eigentlich ganz cool, also hat uns auf jeden Fall überrascht. Dann eher klassisch aus dem 94er Stargate Roland Emmerich-Film, der Anubis. Müsste auch 1:4 sein wahrscheinlich, ne? Da habe ich keine Angaben gefunden, aber es sieht zumindest vom Bild her so aus. Ja, HCG ist ja sowieso hin und wieder machen sie eine Life-Size-Alien-Statue oder so, hatten sie schon. Oder auch Life-Size-Replicas, ne? Also haben wir auch hier Alien Pulse Rifle und Predator, Shuriken, Disc und sowas alles. Also Replika-mäßig, aber Replika eher als Statue, also aus Resin einfach gegossen so, ne? Ja. Ja. Aber ansonsten sind sie viel im 1:4 Scale unterwegs. Eher, ja. Ja, also hier Anubis eben von Stargate und eben leider noch unbemalt, als unbemalten Prototypen ein 1:4 Robocop. Schaut ordentlich aus, finde ich. Es sieht nach Robocop aus, sagen wir. Er ist unbemalt, von daher, ich kann dazu noch nicht viel sagen. Stimmt, also bei Robocop macht es dann ganz viel das Paint-Finish aus, ne? Aber wirklich, ob die Rüstung halt und so, ob das wirklich geil ist oder halt einfach zu platt oder zu plump. Ja. Oder zu Plastik oder halt richtig geil, so wie es halt im Film auch zu sehen war. So, das ist, mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat, kann man da schon auch was erwarten, finde ich. Was uns zum zweiten Hersteller unseres Videos bringt, Robocop perfekte Überleitung, nämlich PCS, die haben nämlich auch eine Robocop-Lizenz. Und am Anfang dachte ich mir so, what the fuck, aber deren Robocops sind ja eine Ecke größer, nämlich im Maßstab 1:3.
War definitiv eines der Highlights am PCS-Stand, muss ich sagen. Wenn auch beide Versionen, also aus RoboCop 1 und 2, glaube ich, ne? Boah, da bin ich befragt. Meine ich, oder sogar aus dem dritten Teil. Wenn auch die schon natürlich länger bei uns gelistet sind, seit, ich glaube, sogar zwei Wochen. Ja, also es war jetzt in dem Sinn keine Weltpremiere. Trotzdem mal schön, die da stehen zu sehen. Sind geil, oder? Also werden auch gut angenommen, glaube ich. Ja, also die Nachfrage ist den Statuen ziemlich groß. Ja, obwohl es natürlich nicht unbedingt für den kleinsten Geldbeutel ist, das ist auch klar. Aber richtig. Freut uns, schaut echt ordentlich aus, muss man echt sagen. Highlight und wirklich Überraschung bei PCS Premium Collectibles Studio, wie sie sich ja jetzt nennen. Am Stand hingegen war, die machen ja ganz viel auch im Gaming-Bereich, war die Morrigan aus Darkstalkers. Ja. Auch also Maßstab 1 zu 3, ne? 1 zu 3, genau. Gibt es auch wieder zwei verschiedene Versionen, weil die ist ganz frisch reinkommen. Werde ich jetzt dann noch kalkulieren und anlegen lassen. Können wir schon mal bei uns anlegen? Geht davon aus, wenn ich jetzt wieder unten an meinem Platz sitze, hoffe okay. ich, dass die Preisinfos da sind. Oh, cool. Und dann ab die Post. Eine normale und eine Deluxe, oder? Genau, wobei nicht viel ist bei der Deluxe, so wie ich es bisher gesehen habe, sind halt Fledermäuse in der Underbase drauf. Mhm. Also so ein bisschen ausgeschmückter. Genau. Aber ich finde, sie ist, also vom Scout-Ding, so von der Pose und vor allem auch vom Gesicht, also richtig hübsch gemacht, ne? Richtig schön gescoutet, finde ich. Das ja, wobei ich immer, also PCS ist bei mir immer so eine Wundertüte, die muss sie live sehen, um sie wirklich beurteilen zu können. Weil oftmals hapert es für mich an der Bemalung, weil das sieht so flach aus. Ja. Ja, stimmt. Haben wir schon oft bemängelt. Muss aber auch sagen, finde ich, man sieht ganz deutlich, dass sie sich in eine positive Richtung entwickeln. Also sie werden schon more premium, so wie sie sich auch nennen. Jetzt nicht ein Frontalangriff auf Prime One oder so, also so weit sind sie, glaube ich, noch lange noch nicht. Nein. Nee, aber es geht schon in eine schöne Richtung, finde ich so. Wenn es dabei bleibt, ja. Ja, auf jeden Fall. Also Morrigan, unbedingt mal reingucken, vor allem natürlich für die Zocker unter euch. PCS hat auch eine Marvel-Lizenz, weitgehend aber zu den Marvel-Spielen, also auch zu den Marvel-Videospielen eben, ne? Ja. Da hatten wir, also diese Handy-Games oder was das sind? Ja, keine genau. Ahnung. Alles mögliche, da gab es ja schon Spider-Man und was weiß ich alles. Jetzt auch Blade unlängst, der, ich glaube, auch in zwei Versionen angekündigt wurde. Genau. Der aber für mich wie Wesley Snipes aussieht. Ja, haben sie sich stark inspirieren lassen, würde ich sagen. Storm ist auch bereits bei uns gelistet. Ich glaube, vor einer Woche oder vor zwei kam die. Anfang der Woche. Ja. Die stehen beide am Stand auch. Schaut auch, also gerade die Storm so in hand, in den Details echt schon auch geil aufwendig gemacht. Aber ganz neu und fucking imposant, muss man wirklich sagen, war die Carnage Life-Size-Büste. Beziehungsweise dieses, eigentlich muss man schon sagen, so Diorama, also eine Mischung zwischen Life-Size-Kopf von Carnage und dann drumherum in einem natürlich deutlich kleineren Maßstab. Lauter andere Marvel-Charaktere, die sich da in der Base tümmeln und so, ne? Ich glaube, so richtig einkategorisieren kann ich das gar nicht. Sag mal einfach Kunstwerk. Ja, genau. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Stimmt, also eine geile Idee. Hat mich so ein bisschen erinnert an, du erinnerst dich so, was Iron Studios gemacht hat mit Sentinel. Ja. Wo du die einzelnen Statuen auch kaufen konntest und dann eben so drapieren, wie du es. Genau. Und dann als komplettes Diorama, ja. Genau, oder einzeln, also wobei das jetzt von PCS ist, glaube ich, schon einfach so ein fertiges Komplettding. Richtig, und vor allem geht es rundherum, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Wahnsinn. Also wird mit Sicherheit aber auch, also mindestens jeweils der 2000 Euro kosten am Ende, schätze ich jetzt einfach mal. Du meintest vorhin. Auf jeden Fall. Wird wahrscheinlich auch 20 Kilo wiegen. Am coolsten wäre so eine freistehende, am besten noch mit Drehteller versehene Display-Säule irgendwie. Ne? Ja, richtig, aber sowas zu finden ist halt, wenn es nicht selber bauen lässt. Von der Stange gibt es sowas, ne? Nein. Das ist klar. Dann musst du halt wieder einiges hinlegen. Ja, vielleicht genauso viel wie für das Collectible selber. aber wirklich geil. Also sehr aufwendig. Schaut euch das mal an. Es ist, ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber. Es ist mal echt krass, das zu sehen oder mal ja. zu gucken. So. Genau, soviel zu Marvel bei PCS. Dann hatten sie vor, ich würde sagen, ungefähr 4 Wochen oder so, kamen sie um die Ecke mit ihrer Ghostbusters-Lizenz. Also sie haben sich tatsächlich die Ghostbusters-Lizenz jetzt vorerst mal zu den klassischen Ghostbusters-Filmen oder zum ersten Ghostbusters-Film scheinbar
geschnappt, haben da ein bisschen was geteasert, haben dann Egan Spengler zu Pre-Order angekündigt, der ist auch bei uns schon drauf, ne? Genau. Und haben jetzt eben auf der San Diego Comic-Con an ihrem Stand die zweite Statue, Ray Stantz, dran stehen. Also als Prototyp, da ist ein bisschen schwierig mit dem Headscarts, finde ich. Haut mich nicht vom Hocker. Also man erkennt Dan Aykroyd, aber für mich ist es nicht. Ja, schwierig. Also muss ich echt auch sagen, das ist jetzt, bin ein sehr großer Ghostbusters-Fan, aber da müssen sie, finde ich, schon noch, vor allem halt dann auch wieder bei dem Preissegment, ja, Zahn zulegen, ne? Ja. Dass das wirklich halt, dass die Likenesses wirklich genailed sind, weil sonst ist es irgendwie, boah, klar, Klamotten und dann auch so die Details in den Proton-Packs oder vielleicht auch so die Patches und so, das sieht schon alles cool aus. Aber im Endeffekt geht es natürlich ums Gesicht, ne? Richtig, aber da hat mir Egan auch nicht komplett überzeugt bisher. Ja, aber okay, gucken wir mal, es sind ja die ersten Prototypen, vielleicht gehen sie da nochmal drüber. Dann gab es natürlich einiges zu sehen aus, wie gesagt, deren Steckenpferd, also sprich Gaming-Bereich, vieles, was wir auch schon kannten, also gerade auch Street Fighter und so, ich glaube, die Lifestyle ist Chun-Li-Büste stand dran. Die habe ich gar nichts, ja. Ja, die kennen wir jetzt auch schon so seit einem halben Jahr, die wird wahrscheinlich auch irgendwann bald zur Auslieferung kommen, ist natürlich auch wirklich schon eindrucksvoll. Abseits des Gamings aber, und das fanden wir echt nochmal ein Highlight, wollen wir nochmal rauspicken und eine wahnsinnige Überraschung hat uns vor allem auch Mick sehr gefreut. Tony Todd aus Candyman, also aus dem klassischen ersten Candyman-Film, so wie es aussieht, als 1:3-Scale-Statue, Mixed Media, würde ich sagen. Also es sieht definitiv sieht so aus, ja. Ne, dass der mit diesem Pelzkragen. Genau. Geil. Also hätten wir jetzt nicht damit gerechnet. Ja, und ich glaube, in dem Horror-Segment, da sind die Releases auch relativ gut, sage ich mal. Also auch von der Likeness her. Ich habe schon einige Bilder jetzt von Leatherface zum Beispiel geschickt gekriegt. Ah, stimmt. Und die haben wir neu ausgeliefert, ne? Genau. Also das sah schon beeindruckend aus. Grüße an Frank an der Stelle, würde ich sagen, ne? Genau. ja, stimmt, genau. Und auch alles 1:3, ne? Richtig. Ja, also ist doch echt mal was Erfrischendes zu sagen, hey, wir nehmen uns so einen alten Horrorklassiker auch mal abseits von Halloween, Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, Texas, Chainsaw Massacre, sondern auch nochmal, es gibt noch mehr, ja, wo wirklich eine große Fanbase da ist oder so und machen da mal so ein schon hochwertiges Collectible. Finde ich geil. Hätte ich PCS so jetzt gar nicht zugetraut und hat uns wirklich gefreut, muss ich sagen. Ne? Also der blutverschmierte Haken, stumpf die Hand da und die Bienenwaben in der Base, die da eingearbeitet sind und so. Richtig. Aber ich glaube, ich habe so den Eindruck, dass die Hersteller so langsam, aber sicher schon erkennen, dass sie neue Gebiete ausprobieren müssen. Ich glaube, da kommen wir am Wochenende noch dazu. Hot Toys zum Beispiel, sage ich nur. Ja. Ja, es legen sich nicht auf Disney, Marvel oder sowas fest, sondern man muss mal was anderes. Geht mal Risiko ein. Genau, geht mal Risiko ein, verlassen mal so ihre hundertprozentige sichere Comfortzone, genau, die sichere Bank. Ist schön, wirklich, geben uns mal was anderes und so. Und ja, so gibt es einfach auch mal Leute, die halt auch mal in die Möglichkeit kommen, zu ihrem halt absoluten Favorite-Film mal ein schönes Collectible zu kriegen. Freut uns total. Also haben wir echt Bock drauf, muss ich sagen. Tobias, ich würde sagen, das waren jetzt soweit unsere Highlights bzw. die wirklich nennenswerten Neuheiten bei HCG und PCS, die wir erspähen konnten. Wir erheben natürlich keinen Anspruch oder keine Garantie für die absolute Vollständigkeit. Die Comic-Con ist ja jetzt im vollen Gange. Wir haben dann auch immer noch so diesen Zeitversatz. Genau. Sprich, bei uns ist jetzt gerade Freitagmittag. Die Amis pennen jetzt gerade. Heute Abend, unsere Zeit, stehen die auf. Dann geht eigentlich so der zweite volle Tag erst los. Wer weiß, ob noch irgendwelche weiteren Reveals oder so kommen. Halt mal ein Auge drauf. Ihr dürft gerne euren Senf bzw. euren Honig in die Kommentare geben. Lasst uns gerne mal wissen, was euch jetzt zum Beispiel von diesen Neuheiten, die wir jetzt euch hier vorgestellt haben, am besten gefallen hat. Ob es irgendwas gibt, was ihr euch auf die Must-Have-Liste schreiben würdet und dem Tobi gleich eine E-Mail droppt oder so, bitte vormerken. Da freut er sich. Allzeit auf Empfang für euch. Ja, wenn ich nicht gerade schlafe. Ja, zwischendrin müssen wir uns da mal ausruhen. Und dann würde ich sagen, soweit für den Moment. Tobias, dich haben wir verdonnert für ein Neckar-Highlights-Roundup-Video. Das machen wir wahrscheinlich morgen, ne?
Und gesagt, da warten wir noch, bis ein bisschen mehr zusammenkommt. In einem noch schlimmeren Zustand als heute. es sei dir durchgewunken. Und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinschaut und würden dann sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.